Bodo. Ja. Wir sind die Prophezeiten. Ja, was? Wir sind die Prophezeiten? Wir sind die Prophezeiten. Es ist unsere Aufgabe. Ach so. Ja, alles klar. Die mächtigsten aller World of Warcraft-Spieler zu werden. Ja. Und damit dies klappt, stärken wir uns jetzt erstmal, würde ich sagen, oder? Auf geht's. Also, Freunde, ja, öffnen ASMR. Oh. Oh! Oh. Das war richtig traurig. Das war richtig traurig, aber auf beiden Seiten. Das lag dann wahrscheinlich an der an der Liegeposition der Flasche. Hätte ich jetzt auch gesagt, wir waren auf jeden Fall nicht schuld. Ist so. Prost. Prost. So. Wir sind immer noch, wohlgemerkt, im Stummsanggebiet. Das Problem ist, im Stummsangtal, das Problem ist, dass wir natürlich auch 23 Uhr nicht schaffen werden, wie ursprünglich geplant gehabt. Das Problem ist aber, wenn ihr mal selber auf die Uhrzeit guckt, zwischen der letzten Folge und dieser Folge werdet ihr relativ schnell merken, wir haben lange Pause gemacht. Sehr lange. Wo? Ach so, wir sind gar nicht mehr in der Gruppe. Ja, wir wurden ausgelockt sogar. So lange waren wir nicht da. Sick, ja, du hast völlig recht. Wir haben wirklich eine sehr, sehr, sehr lange Pause gemacht. Ich hätte auch echt Bock gehabt, mir noch ein Handtuch unter meinen Ellenbogen zu legen. Ich hatte hier gerade einen Rare angegriffen. Dich? Ja. Dann mach ich ihn halt platt. Glaube ich, ja. Weil langsam meine Ellenbogen echt wehtun. Wir haben jetzt eine schöne, lange, große Essenspause gemacht. Und deswegen wird unser ursprünglicher Plan natürlich auch so nicht funktionieren. Aber wir sind drauf und dran, dennoch dieses Gebiet zu beenden. Und wenn wir dieses Gebiet beenden, als Belohnung, also wenn wir den Erfolg, Sturm, Sang und Drang kriegen, als Belohnung gibt es dann den Dungeon, würde ich sagen. Sauber. Dann ist wahrscheinlich so spät, dass keiner mehr in den Dungeon mitkommt. So bin ich fast tot. Weiß ich nicht, was du machst. Nee, jetzt aber mal ernsthaft. Ich hätte mal ein bisschen Crap verkaufen sollen. Wo ist mein Brötchen? Was? Ich bin ja in der Gruppe, da gibt's ja einen Tisch. Da kann auch der Bodo mal ein Brötchen nehmen, ne? Ein Brötchen vom gedeckten Tisch, ja. Du hast eine zottlige Mähne genommen. Ja, nee, ist auch ganz praktisch, mal hier wieder so einen Tisch zu stellen. Da ist ein Elite. Nee, den wollen wir nicht. Das ist ja Quatsch. Wir müssen da mittlerweile mit HT an, schaffen wir alles. Aber nicht, was wir nicht müssen, nicht wahr? Nö. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Geschichtsfortschritte. Finde ich gut. Die Lichtkuppe. Aber diese Teufelskreis, wir sind mit dem Gebiet fertig geworden da unten, aber Teufelskreis haben wir nicht bekommen, so wie du vermutet hattest. Möchte ich einfach mal anmerken. Also wieder völlig unnütz. Okay, und Bombenstimmung. Schlimmer, ja, als es aussieht. Crap verkaufen. Und dann geht die Reise wieder los. Wir gehen in ein Gebiet, wo wir noch gar nicht waren. Hast du auch den Steckbrief angenommen? Für den Schlachtschmelzer? Ja. In der Tat. Ich habe uns dafür mal angemeldet. Nicht, dass wir das nicht schaffen würden, aber den können wir auch einfach zuletzt machen. Und dann sehen wir mal, was passiert. Wenn der hier gleich als erstes steht. Nee, tut er nicht. Ich habe quasi drauf geachtet. Aber ein Rare, ne? Greif den mal an. Mehr Rares müssen wir töten. Ich hab gar keinen Ton. Hört mir gerade auf. Herrlich. Sehr belastend. Also ihr tatsächlich schon, so wie ich es sehe. Aber ich glaube, ich habe es nur bei mir selber ein bisschen abgefuckt. Aber das kann ich beheben. Hallo. Wundervoll. Das ist ein Schmuckstück. Nur Crit, das ist ja Quatsch. Nee. Nee, finde ich auch nicht so geil. Nee. Haut mich jetzt nicht vom Hocker, ne? So, hier müssen wir was sammeln. Dynamit. Natürlich geht uns hier wieder einer auf den Sack.
wegreitet. So einem fetten Eismoment. Ach, wieder einfach nur töten und dann bestimmt in die Höhle rein, nicht wahr? Ziemlich sicher. Ja, liegt wohl auf der Hand. Ja, die Horde hat hier irgendwie ein Lager aufgeschlagen, das halte ich jetzt schon für Quatsch. Oh, hier ist natürlich eine Menge los. Sind da die gleichen Leute drin in der Höhle, die wir töten müssen? Einfach ganz gemütlich gleich killen. Weil hier stehen draußen stehen auch noch Peons, die wir nicht töten sollen. Also nicht müssen. Nicht müssen, hier gibt's auch eine Quest hier drin. Zwei. Hier gibt es zwei Quests. Halleluja. Hier los. Holger Nielsen. Sehr geil. Ich hab hier nur eine Quest bekommen. Die nächste kommt da hinten erst. Ach, das macht so komische Geräusche. Ich wundere mich die ganze Zeit, was ist denn das? Aber ist die Dungeon-Suche. Das könnte man ja auch weniger penetrant machen. So. Ich dachte, das wären die Leute, die hier irgendwo draufschlagen. So. Ein Hobgoblin. Oh, das sind drei Hobgoblins. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel für mich. Ich hab hier keine. Was hast du denn hier für eine zweite Quest gefunden? Da hinten, gesprungener Minenräumer. Weiß nicht, wie du die nicht sehen kannst. So, ja, es ist eine Drop-Quest. Hä? Da liegt was. Sammel's halt auf. Weißt du was, das machen wir einfach gleich mit HT. Das ist mir eindeutig zu nervig. Hey, da sitzt einer. Ich weiß gar nicht, was du mit deiner Dropquest hast. Jeder wieder seine eigenen Leute befreien, oder? Nee. Hast du den Kampf, bin ich verwickelt? Ich möchte gerne heilen. Die kämpfen gegen die Spinnen, die Typen. Ja, keine Ahnung. Ich habe mich gerade dezent verwirrt. Hast du den Chefingenieur schon? Nein. Ja, dann mal ab die Post. Cool, die sind echt beschäftigt. Ich greife ihn einfach mal an. Ach, du bist auch da. Ich bin da. Wunderschön. Aber den Minenräumer habe ich jetzt noch nicht entdeckt. Mal gucken. Da geht der Kampf auch gleich weiter hier noch. Wo soll man denn das Dynamit setzen? So, du hattest schon mitgeschnitten, dass der Kampf noch nicht vorbei ist. Hey, ich greif doch an, was willst du denn von mir? Okay. Komm, alles mit. Ja, zum ersten Mal ist auf der Minimap, by the way, wieder das. Also, wenn du jetzt auf die Map drückst, ja? Siehst du wieder Sachen in der Mine, wo die Quest ist. War doch gestern bei Legion teilweise nicht so. Stimmt.
hier ist gar nichts mehr drin. Schlachtmetzler. Weil hier gar nichts mehr zu tun tatsächlich. So, Herr Holger Nielsen. Hauen Sie rein. Ach, die Friederike. Aber wo ist denn jetzt hier der Schlacht? Das heißt. Wie viel nehme ich? Alter, drei Quests. Wie viel nehme ich mit? Irgendeine Quest ist, glaube ich, wieder in der Höhle. In der Höhle? Ja, sieht so aus. Nee, keine Ahnung. Ist das ein Schlachtmetzler oder was? Nee, hier ist irgendwas, da steht, ich soll hochgehen. Und wenn ich hochgehe, steht, ich soll runtergehen. Was? Ergibt natürlich erstaunlich viel Sinn. Ja. So, Holz wegbrennen, Flammenwerfer, easy. Die Türme brenne ich einfach mal für dich mit, ne? Ja, danke. Das ist ja kein Problem. Ich töte einfach hier Gegner für dich mit. Vielen Dank. Ja, das Symbol sogar in der Mitte. Sind wir ein Fisch bei den offensichtlichsten Sachen? Da ist der Level Up! 113! Geht deutlich langsamer als beim letzten. Super krass langsam. Ich denke, das ist arg unrealistisch, dass wir bis 120 durchziehen können. Also ja, wenn wir durchmachen, klar. Bodo schon. Habe ich was gesagt? Da ist was dran. Alle 5 Jahre. WoW ist nur alle 5 Jahre. WoW ist nur alle 5 Jahre. Das ist noch spezieller. Ja, da kann man auch mal durchmachen für WoW. Und ist auch wieder für 5 Jahre Ruhe. Richtig. Das ist sogar gar nicht so unrealistisch. Wenn ich an deine Zukunft denke. Ja. Achso, es brennt schon. Ja, ich mach ja schon. Das brennt ja schon. Du kennst dich doch mit Brennen aus. Meistens brennen die anderen. Richtig! Ja, kommen hier halt 1000 Gegner an. 1000 mindestens. So, brennt alles nieder, ist bereits getan. Redder. Passt. Weiß nicht, was meine Ellbogen davon halten, wenn ich in der Position durchmache. Könnte etwas schwieriger werden. Ich kann nicht mehr davon tragen. Wait, ich kann das nicht nutzen? Beschafft allen Charakteren euren Account Zugang zur Kampfgilde. Das besitze ich schon? What? Ah ja, okay. Hast du schon wieder Spezielles gefunden? Keine Ahnung, Kampfgilde, was auch immer das bedeutet. Du noch Holzfäller? Ja, ich brauche noch 2 Holzfäller. Und ich brauche noch was von diesem Goblin-Schredder. Ah, den Kern. Den scheine ich tatsächlich zu haben. Verrückterweise. Okay. Du hast auch immer nur so halbherzige Arbeit. Ich dachte, die wären alle tot. So, Friederike. Here we go. Benutzt den Schreddertyp. Okay. Und wieder Sachen verbrennen. Dagegen noch einkämpfen.
Wait, das zählt nicht. Bin ich falsch? Ich bin falsch. Huch. Also so die Riesengebäude der Horde einfach mal anzünden jetzt. Sicher? Warum nicht? Was macht das hier? Gabelblitz fügt Stern zu. Fesselt einen Feuersturm. Gucken wir uns das mal an hier. Zählen die schon für dich? Keine Ahnung. Ich soll wohl Horde-Kills haben. Ja, jetzt habe ich hier Horde-Kills. Meiner ist gleich kaputt, ey. So ein bisschen Sorgen. Und kaputt. Jetzt habe ich Aggro von den allen. Stark. Das ist sehr uncool. Ich habe weder Herrn Schwarzstein gefunden. Du lebst noch? Ja, aber gleich nicht mehr. Ich finde das extrem nice, wenn du das irgendwie schaffen könntest, aber das schaffst du wahrscheinlich nicht mehr, ne? Nee. Ja, dann organisiere ich mal ein neues. Das Problem ist eher, dass ich gar nicht weiß, welche Dinger ich hier anzünden soll. Na, einfach ein Haus. Hier sind aber keine Häuser mehr zum Anzünden. Ich habe eher das Problem, dass ich mich frage, wo ist dieser Schwarzstein? Du kannst doch dasselbe Haus nochmal anzünden. Du musst Gebäude, selbst diese kleinen Häuser haben gezählt. Wie gesagt, wo soll der Chef von denen sein? Wenn ich einen ganz großen. Also ich sehe jetzt niemanden. Nö, hier ist gar nichts. Also hier war jemand. Hier war nicht der Schwarzstein-Typ. Ja, wenn der nicht hier ist, wo soll er sonst sein? Fuck, jetzt habe ich die Dinger hier wieder aufgeschreit. Und nicht so viel Leben? 130k, oi. Okay. Ja, die sind, glaube ich, eigentlich Elite. Die sind halt eigentlich Elite. Jetzt der blöde Schwarzsteintyp. Na, da oben dann wahrscheinlich. Ah ja. Da war ich definitiv noch nicht. There we go! Manchmal unnötig. Feuer macht doch gefühlt keinen Schaden, oder? Nee, es macht auch gar nicht. Ja. Sehr weird. Teufelskreis, das war Teufelskreis. Wir müssen aber den Dings noch töten, ne? Ich bin dabei.
Ach, der Schlachtmeister ist in dem Hordehaus wahrscheinlich. Nee. Oh mein. Nee, müsste eigentlich hier irgendwie in der Mine drin sein oder so. Oder hier hoch. Ja, laut Map ist mal hoch. Ich hab Freunde mit hier. Hast du? Hier ist eine Höhle, ja. Bin unterwegs. Also einmal rumlaufen. Hä? Okay, bin da. So. Erst Ed. Oh cool, der kommt nicht mal. Das war ja ein damn Luck. So, und dann, hä, der ist ja gleich tot. Was war das denn? Das war easy. Da. Und dafür sollten wir eine Gruppe anmelden, mal wieder. Ja. Läuft. Wurde gerade HT zünden und ich denke mir so, hä, der ist schon tot. So, wow, fuck. Feder. Fuck, 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 fuck. Peter, die einzige Zeit, wo man mal Zeit für einen Schluck hat. Ich bin hier irgendwie im Hordegebiet gelandet. Warum springst du denn ins Hordegebiet? Wurde ich von Elite-Gegnern einfach zermetzelt. Zermetzelt. Ja, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Aber du hast dafür einen Erfolg bekommen. Was? Betretet ein Schlachtfeld oder eine Arena und erlernt den Zauber ehrenhaftes Medaillon. Ja. Hä, darf ich den auch haben, den Erfolg, bitte? Dafür bist du einfach das Horde-Ding reingesprungen. Oberpro-Gamer muss man dafür sein. Alter. Nee, ich hab, glaube ich, auch so ein Talent. Nee, hab ich nicht. Keine Ahnung, ich bin in dieses Horde-Gebiet gesprungen und ja. Das war ein Erfolg. Stark. So erfolgreich fand ich es jetzt nicht, aber... Sehr stark. Mal gucken, ob ich überhaupt wieder wegkomme. Ja. Wenn die Leiche so nah am Ausgang an den Gegnern dran liegt. Ja, ich befürchte es. So, Herz von Azeroth auf Stufe 5. Neue Boni verfügbar. Let me check that. So, es gibt. Wenn sich innerhalb von 12 Metern keine Gegner befinden, werdet ihr alle 3 Sekunden um 446 Grund Gesundheit erhalten. What? Das ist übelst geil. Wenn ihr Schaden erleidet, werdet ihr um 1600 Gesundheit geheilt. Dieser Effekt kann nur einmal alle 6 Sekunden auftreten. Das finde ich sogar besser. Aus einem relativ simplen Grund. Dann kann ich ältere Raids besser durchlaufen. Und krieg nebenbei Heal. That's what I'm talking about. Wie weit du vorausdenkst. Ja, ne? Sehr stark. So, jetzt haben wir nur noch unten die Totenschwämme. Genau, und sie kommen aus den Tiefen, wird dann wahrscheinlich das ganz unten sein. Ja. Ja, das ergibt Sinn. Let's do this. Und Feder gibt's für mich, weil... Da haben wir Zeit für einen Schluck. So. Die Totenschwämme. Totenschwämme. Ja, also ich würde sagen, hätten wir nicht nur so eine übertrieben lange Essenspause gemacht, hätten wir elf schon geschafft, ne? Abwarten. Abwarten. Naja, das Ding, das Teufelsding ging jetzt zum Beispiel sehr schnell. Helfende Hände sind immer willkommen. Schatz? Wie viel Zeit bleibt noch? Okay. Kommt natürlich drauf an, was sie uns jetzt hier alles aufschwatzen. Und Piraten verprügeln.
Täuscher Tom. Okay. Mach easy peasy. Nimmst du es hier gleich mit dem ganz dicken auf? Ah, ja, klar. Oh ja, aber die schocken mich alle nicht mehr. Also einzelne Gegner sind immer super easy. Also du hast halt ein Problem, wenn du so drei hast oder so. Dann ist es immer ein bisschen schwierig. Aber ansonsten finde ich ja hier nix. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Sehr schön. Hat, by the way, keine Folgequest, der Typ. Dementsprechend hast du keinen Stress mit abgeben. Hattest du auch schon alle Piraten getötet? Nein. Ging mir um Täuscher Tom. Der Sturmwacht schon wohlwollend gegenüber gesinnt, das ist doch mal ganz fein. That's it. So ein paar Ketten sprengen. Der Kettenspringer bist du jetzt? Ich bin beim Kettensprengen, ja. Springer der Ketten. Auf jeden Fall. Bei mir wird jedes Band gelöst. Dass man davon allerdings 10 Stück machen muss, ist ein bisschen nervig. Oh, das sind wieder 3. Jetzt mal wieder einer zu viel. Ja, wäre cool, wenn du natürlich rüberkommst. Ja, sofort. Gut. Was machst du denn da für eine Party? Ja, ich sage ja, ich pull die hier alle. Also keine halben Sachen, damit du auch hier gleich alle Ketten sprengen kannst. Die zählen ja mal für dich mit, denke ich. Ja. At least. In dem Sinne der Kette. Hä? Ich habe noch nicht eine Kette gesehen. Mit dir. Überall Ketten. Ja, töte einfach Gegner, ich sehe die Ketten schon. Da darf ich nicht mehr gehen, da drüben ist nichts mehr. Hey, Bodo sprengt Ketten. Die sind ja auch alle beschäftigt, die Gegner hier. Kloppen sich irgendwie. Schon mit anderen. Das ist super. Zack und fertig. Easy peasy. So schnell kann das gehen. Dann sind die Toten schwimmen auch gleich schneller fertig, jetzt gucken wir uns. Wäre so lustig, wenn das jetzt schon fertig wäre. Nee, das wird nicht passieren. Das ist klar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es arg lang ist. Oh, leck mich am Arm. Am Arm? Ja. Alles auf Kurs bei euch. Weiß nicht, so einen Fetisch habe ich nicht. Zieht was auf. Alles, was ich wollte, ist mit meinem Pferd eine Treppe hochlaufen, aber Pferd sagt nein. Pferd sagt nein, ja, wenn es halt keinen Bock hat, willst du es jetzt zwingen. Ist halt die Treppe runtergefallen und in so einem Spalt gelandet. In dem Spalt gelandet? Ja, da kam es nicht mehr raus. Hey Moxley, wo kommst denn du mit den ganzen Quests her? Bombe schlägt Stein. Das ergibt erstaunlich viel Sinn.
60 Münzen. Immer dieses oben und unten, ne? Ja. Hey, hier ist doch überhaupt gar kein Problem. Du bist ja gerade so, als wenn man im Hochfeld ist. Bin ich jetzt blöd? Pens. Ah, hier, guck mal, da muss man doch bestimmt mal an, da wo das leuchtet hier, oder? Ja, das dachte ich mir. Es gibt keine Quests zum Abgeben. Da oben drauf ist nicht dein Ernst. Bodo, verlassen dich die Sinne. Da war kein kleiner Pfeil mehr. Oh, du musst deine Sinne schärfen. Die Tante hier läuft auch noch rum. Die läuft dahin, wo du bist. Moxley. Haben wenigstens meine Kills schon für dich gezählt. Nein, natürlich nicht. Ich hatte die Quest ja noch gar nicht. Das ergibt erstaunlich viel Sinn. Aber jetzt. Musst du noch einen mehr töten. Ja, das zwei. Problem ist eher, dass der Rest Sammel-Quest-Scheißdreck ist. Und wir deswegen sowieso unabhängig voneinander hier agieren müssen. Klar. Und der Gegner weg. So Fragteile, die mal wieder überall liegen können, so ist immer nervig. Oh, ich hab ein Problem. Ja, da kann ich dir nicht helfen. Auch kann ich schon, theoretisch, aber kannst du einfach wegrennen? Jo. Gut. Keine Elite-Quatsche umsonst machen. Bergvorkommen, Bodo. Ich möchte dich freundlich darauf hinweisen. Ein was? Ein Monolith? Das ist richtig. Monolith. Bleib ich da dran hängen? Bodo beschwert sich gerade sehr viel. Danke für den Hinweis. Sehr gerne. Ich muss näher ran. So, macht das Gebiet hier noch Sinn? Die Pinsel noch. Natürlich ist noch so ein Stein für dich hier. Dankeschön. Kein Problem. Da hinten sind noch Wrackteile und die Münzen. Danke. Was muss man mit den Münzen machen? Musst du so ein Ding klicken und dann ziehst du Münzen aus dem Boden. Oh Gott. Sehr interessante Quest. Und nur da, wo der Boden glitzert, quasi. Sehr interessante Quest. Großer Haufen Gold. Interessante Quest, sagst du? Trifft es sehr gut. Ja. Spamst einfach den Knopf. Richtig. Oh, ich mach den hoch. Oh, no. Nein, da bin ich raus. Damit wenig zu tun haben. Hoch, seid ihr aber groß. Ja, das habe ich zu Hörner gestern auch gesagt. Was? Also.
Ich gehe jetzt mal alles ab. Wir haben Gold gesammelt, wir haben Wrackteile gesammelt, wir sind in der Totenschwemme super fix unterwegs. Bodo sammelt noch ein bisschen Gold. Und wir sehen uns dementsprechend in der nächsten Episode selbstverständlich wieder. Der Bodo braucht ein bisschen gute Laune Musik hier, habe ich das Gefühl. Gute Laune Musik. Ja. Aber das Problem ist, wir können leider keine Musik machen. Aber ich mache gleich nochmal die Karaoke-Version. Egal. Von Live to Win. Und dann ist der Bodo wieder gut drauf. Yay. Bis morgen, meine Lieben. Wir verabschieden uns. Nachdem ich einen besseren Stab nehme. Sicher. Naja. Allzeit.